Chapter 2 hat angefangen, Leute, und über 4 Millionen Spieler haben Chapter 2 und Fortnite wieder gestartet. Aber wisst ihr was, Chapter 2 ist schon langweilig. Ich habe schon alles gesehen. Ich will Chapter 6. Wir gehen schon direkt zu Chapter 6, sind nur noch 30 Tage. Und ja, ihr kennt mich, Leute, kaum fängt ein neues Chapter an, nur will ich schon eigentlich direkt die nächste Sache. Und warum? Weil das Thema soll anscheinend jetzt geleakt sein, ne? Die Skins, die dabei rauskommen, die Realitätserweiterung, also Perks, weitere Spielmodi und. Also wieder ein ganzes Paket, was für die nächste Chapter spricht, was gerade herumkursiert. Ich fasse für euch mal wieder alles zusammen, Leute. Und rattert das Ganze runter. Und deswegen lehnt euch zurück, genießt die Show und ich habe auch schon den perfekten Skin dazu. Vielleicht habt ihr es schon mitbekommen, Leaker posten gerade auf sozialen Medien. Die Chapter 6 soll tatsächlich sich an Asien, Japan, Samurais und an die japanische Mythologie ein bisschen anlehnen. Diese pfiffigen Leaker, aber irgendwie kommt mir das doch bekannt vor, oder? Noch bevor Chapter 2 gestartet ist, vor 7 Tagen, wenn man sich das Thumbnail hier anschaut bei diesem einen Kanal hier, Hey Stan, da sehen wir auch so eine asiatische Karte mit Chapter 6. Noch wilder wird das tatsächlich vor 2 Monaten. Das ist Fortnite Kapitel 6 und man sieht dort so einen japanischen Tempel mit Kirschblütenbäume. Bisschen mehr Sinn, ne? Feuerblüte, asiatisches Thema, so ein bisschen Richtung Samurai, auch moderne Samurai, ne? Das ist ja nicht so das traditionelle Mittelalter-Samurai, das ist so mehr gepaart mit Street-Style, mit ein paar punkigen Skillen, auch teilweise Science-Fiction-Elementen. Und dann könnte das vielleicht auch noch mehr Sinn machen mit den ganzen Klettersachen, ne? Dass man sich an Wänden und so weiter grappeln kann und sich ranziehen kann, dass man sich schwingen kann, auch mit vielleicht so einem Grapple-Hook oder was auch immer. Ne? Dann machen die Sachen auf einmal mehr Sinn und würde wirklich für eine Season 6 zusammenpacken passen, wenn wir das alles zusammennehmen und das in eine Season zusammenpacken. Und so haben wir schon eine wunderschöne kleine Vorstellung darüber vielleicht, wohin Chapter 6 geht. Naja. Ich sag's euch immer wieder, Leute. Die Leaks sind manchmal direkt vor euren Augen. Ihr müsst nur daran glauben. Also ja, ich bin 3 Schritten voraus, ne, oder schon 2 Monate voraus. Ne, die Leaker haben jetzt ein bisschen mehr rausgefischt, ne, dass wir Richtung Samurai und Asien, Japan-Thema gehen in Chapter 6. Also Ende November. Ne, die Chapter 2 geht ja bis knapp 30. November oder sowas. Am 1. Dezember soll das große Live-Event stattfinden und 2. Dezember soll dann Chapter 6 starten. Und ja, wir haben auch dazu natürlich ein paar Skins. Und zwar die Konzeptzeichnung von Fortnite selber, ne? Die haben ja schon ein paar Sachen gezeichnet und angefragt, wie die diese ganzen asiatischen Samurai-Skins aussehen können. Und ich finde die super. Das sind auf jeden Fall richtig, richtig nice Skins und sprechen schon sehr für die Season 1, dass es dort natürlich direkt rauskommt. Ne? Und da sind echt paar gute dabei. Ich blende die einfach hier, ich scroll die einfach mal durch. Ne? Und hört sich auf jeden Fall vielversprechend. Und es wird noch vielversprechender mit den Sachen, die ich euch gleich nochmal droppe. Ne? Die da noch reinkommen. Und ja, vor allen Dingen an den ganzen Spielmodi, die Fortnite arbeitet. Von daher, wenn ihr da auch nichts verpassen wollt, oder Abo-Button und die Glocke aktivieren. Wir haben jetzt die 854.000 geknackt. Also, erster 10er Step ist schon fast geschafft mit 860.000. Kurs geht da natürlich raus, ne, an jeden Bilderrahmen und Telefonhörer, der dort reingemacht. Abonniert Hasteln. Doppelpunkt P. Tja, Tradition wird gebrochen. Verstehen auch nur ein paar der älteren Zuschauer. Ist nicht wild, ihr habt nichts verpasst. Und Epic Games selber hat ja auch schon ein paar Teaser versteckt, und zwar in Ladebildschirm. Das ist einer von denen, ne? Von der weiblichen Chaos-Agentin aktuell. Und im Hintergrund sehen wir halt ein paar Bildschirme, ne? Wir sehen den Mech-Anführer, wir sehen hier Snoop Dogg auf der linken Seite, hier sehen so ein Pinguin, hier vielleicht Megacity, aber... Oder wahrscheinlich eher so ein bisschen bezogen auf das Live-End. Oder vielleicht auch schon der erste Teaser zu eines dieser Städte, die wir dann in Chapter 6 bekommen. Weil oben links, schaut euch mal das an, auch sieht sehr asiatisch angehaucht aus, ne? Mit einem untergehenden Sonne, ein bisschen pink, auf einem See mit Kirschblüten, die hier gerade liegen. Zumindest sieht das aus wie Kirschblüten, ne? Auf dem Meer. Dann hier oben rechts ein Samurai-Skin. Hier rechts ein Riesenrad. Ja, ich glaube, dieser Ladebildschirm haut schon gut rein. Ne? Und auch hier nochmal ein Samurai-Skin mit einer Gasmaske. Und nochmal ein Planet. Oh, der Planet ist auf jeden Fall sonderbar. Ne? Ein riesenfetter Planet mit einer Antenne oben drauf. Also dieser Ladebildschirm ist gerade voll damit. Und für mich eigentlich auch schon fast eine offizielle Bestätigung von Epic Games, ne? Wo die schon die ersten Teaser für Chapter 6 droppen. Weil dauert ja auch nicht mehr lange. Und das ist immer noch nicht alles. Wartet ab, bis hier die nächsten Modi hört. Dann wisst ihr, warum ich schon seit Wochen sage, Epic kocht hier gerade. Kommen wir zu einer der neuen
Gameplay-Features, die in Chapter 6 reinkommen sollen. Das ist jetzt wieder ein bisschen hypothetischer. Ne? Wie das Gameplay in Chapter 6 ist, weiß ich selber nicht. Ne? Ich weiß nicht, ob Bullet Drop drin ist, welche Gameplay-Mechanics reinkommen, ne? Wie zum Beispiel der Wallrun, die Klettersachen, dass man mit einem Grappler, sag ich mal, sich an Sachen hochziehen kann und so weiter. Spricht zwar alles für die Chapter 6, aber nicht immer muss alles davon reinkommen. Just saying. Ne? Und genauso wie jetzt das nächste Gameplay-Feature nennt sich Void, also die Leere. Was damit bedeutet oder was man damit machen kann, ist absolut unbekannt. Ne? Kann ich mir auch gar nichts mehr drunter vorstellen oder sowas. Deswegen, ich droppe das einfach rein, dass Epic Games dran arbeitet. Aber hype das nicht zu sehr an. Nur, dass ihr das vielleicht einmal gehört habt, gespeichert habt. Vielleicht wird das ja in der Zukunft oder desto näher wir zu Chapter 6 kommen, einmal relevanter. So, aber eines der nächsten Gameplay-Features, und das hat ja Fortnite Epic Games selber ja eigentlich gesagt, und zwar schon zu Kapitel 5. Und zwar Realitätserweiterung. Realitätserweiterungen waren für eine kurze Zeit tatsächlich für Kapitel 5 geplant. Und die wollten die eigentlich wiederbringen. Ich glaube sogar in Season 2. Aber wurden dann eingestellt und verschoben und so weiter, weil die ein bisschen überarbeiten wollen. Und diese überarbeitete Version soll jetzt tatsächlich in Chapter 6 reinkommen. Wie genau die überarbeitet sein werden, das ist eine gute Frage. Und ja, vielleicht wird es feste Perks geben, die man für seinen Charakter ausrüsten kann, bevor die Runde angeht. So, dass ein bisschen der RNG-Faktor reduziert wird. RNG bedeutet ja Zufall, ne? So, dass du keinen Glücksfaktor brauchst, um bestimmte Perks freizuschalten. Das macht zum Beispiel Call of Duty und viele andere Spiele auch, dass du deine Perks und Verbesserungen, sage ich mal, vor der Runde auswählst und mit denen dann spielst und dir so deine eigene Kombination erstellen kannst. Und das ist eigentlich auch der beste Weg dazu. Ja, der Fortnite, wie das Fortnite gelöst hat, war okay, aber es war wieder ein bisschen zu luckbasiert. Einige Leute hatten Glück und haben dadurch die richtigen Perks bekommen und hatten dadurch einen immensen Vorteil, auch in Turnieren. Andere hatten Pech und haben nicht die richtigen Sachen bekommen und da mussten die ganze Zeit durchrotieren und ihr Gold wechseln. Wenn man feste Modifikationen einstellen kann und sagt, hey, das ist so mein perfekter Stil für meinen Spielstil, dann ist das um einiges besser. Und ich glaube, dass so in diese Richtung könnte das gehen, aber auch da natürlich keine Bestätigung, Leute. Wie gesagt, ich kenne das Gameplay in Chapter 6 nicht. Tut tatsächlich keiner. Kein Influencer hat bisher das gespielt oder was auch immer. Ne? Jeder, der das erzählt, will vielleicht ein bisschen zu sehr übertreiben. Ja, hört sich doch schon mal gameplay-technisch ganz schön nice an, ne? Und die Map kann ich mir auch sehr gut vorstellen, ne? So mit Kirschblütenbäume, schönen Pagoden und asiatischen Stilen oder auch tatsächlich eine Neo-City, so wie Megacity. Nur noch besser! Noch besser, noch schöner, noch bunter und mit mehr Leuchtreklamen. Das wäre cool. Ne, und dann, wenn ihr noch ein paar richtig geile heiße Quellen reinpacken. Ach, ich kann mir das richtig gut vorstellen. Es wird auf jeden Fall ein schönes Thema und freue mich das schon seit 4 Monaten drauf. Und endlich kann ich heute das ein bisschen erzählen, weil die Leaker jetzt alles versaut hat. Ne? Das Problem ist immer dabei, ich selbst darf euch sowas halt nicht immer weiter erzählen, logischerweise. Ne? Aber sobald die Leaker das rausfinden und was auch immer, dann kann ich ja sagen, die Leaker haben es gesagt. Ne? Wieso? Kommen wir zu den Spielmodi in Chapter 6. Und da freue ich mich auch schon seit 4 Monaten drauf. Oh, ich habe euch so viele Teaser dazu gedroppt. Mal schauen, ob ihr die alle entdeckt habt. Und zwar, Fortnite OG soll als fester Modus in Chapter 6 reinkommen. Und nein, nicht Reload, sondern wirklich die komplette Chapter 1 Karte soll in Kapitel 6 als Classic und Retro Modus rausbringen. Das haben wir doch auch schon mal irgendwo gehört, oder? Zum Beispiel dieses Thumbnail hier, ne, vor 7 Tagen. Retro Modus in Fortnite und Wünsche. War sogar Platz 1. Was ich mir wünsche, ist neben Reload und natürlich Chapter 2 und irgendwann, wenn Chapter 6 startet, ist immer noch ein Classic Retro Modus. Chapter 1, Chapter 2 in der Rotation, die du auswählen kannst als klassisches Retro-Fortnite mit den alten Modi, mit den alten Gameplay und dann hast du noch zusätzlich Chapter 6 plus Reload mit dem modernen Fortnite, mit den modernen Items, mit dem modernen Gameplay, Movement und was auch immer. Na, das wäre auf jeden Fall die idealste Mischung für jeden Fortnite-Fan, der das draußen schon seit Jahren spielt, hat dann die Wahl, alles zu spielen, was er jemals gemocht hat. Und das wäre in meinen Augen so ein Fortnite Classic Retro. Mysteriös. Naja, mal dass Chapter 2 nicht in der Rotation reinkommt. Das war nur ein zusätzlicher Wunsch. Ach, ich lieb's, ne? Ich sag's ja. Manchmal ist das vor Augen. Aber das Ding ist, Classic und Retro Modus erzähle ich, glaube ich, schon seit Januar, ne? Oh, ich glaube, da war noch OG 1 am Laufen. Und als es vorbei war, habe ich schon darüber geredet, dass ich das eigentlich feiern würde. Manche Sachen sind schon so lange her, ne? Oder die ich schon so lange erzähle. Das war ja schon seit Januar oder sowas. Oh, und ich habe da immer wieder drüber geredet.
geredet. Ich habe da so oft drüber geredet, dass einige das tatsächlich schon rausgehört haben. Weil die Leute kennen immer meine versteckten Teaser, ne? Einige haben es rausgehört, aber ja. OG Classic Retro Modus hört sich doch schon mal sehr, sehr vielversprechend an, ne? Und das ist noch nicht mal alles, was ihr wisst. Da kommen noch ein paar Sachen, die euch auch noch mal sehr gefallen werden. Wie das der Gameplay auch dort sein wird, weiß ich auch nicht. Ich denke mal, das wird wie Fortnite OG sein letztes Jahr, nur diesmal als Permanent-Modus. Ja, plus Reload, der schnelle Modus, und plus natürlich Chapter 6, das moderne Fortnite. Ey, die kochen, Alter, ich sag's euch, Fortnite kocht gerade. Und die kochen noch mehr. Und zwar soll ein neuer Auto-Royal-Modus auch noch in Arbeit sein. Gerade ganz, ganz viel in den Spielerteilen. Auto-Royal-Modus heißt Menge Autos gegeneinander fahren. In einem Art Battle-Royal, vielleicht sowas wie Air-Royal. Ihr erinnert euch an Air-Royal, wo man nur mit Flugzeugen fliegen konnte, Power-Ups gesammelt hat, auf der Battle-Royal Karte. Und das soll anscheinend so ein bisschen Richtung Automodus gehen. Dazu weiß ich persönlich nichts. Ne? Da beziehe ich mich jetzt auf die Leaker, das haben die rausgefischt, davon wusste ich nichts. Ich will ja nicht so tun, als ob ich alles weiß. Tue ich nicht. Ne, bei weitem nicht. Ich weiß auch nicht über Battle Pass Skins oder was auch immer. Die Leute denken immer, ich weiß irgendwie viel zu viel, aber ich weiß immer so ein, zwei große Sachen, die für mich wichtig ist. Über einen Automodus weiß ich nichts. Auch nicht zum Beispiel über andere Modi. Epic Games arbeitet gerade an 10 unterschiedlichen Modis. Oh ja, und ich meine nicht nur so kleinere LTMs, nur so vollwertige Spiele. Unter anderem ein Basketball-Game, unter anderem ein 5 vs. 5 Multiplayer-Game. Vielleicht geht das so ein bisschen Richtung Overwatch 5 vs. 5, vielleicht aber auch Valorant mit einer Ego-Perspektive und einem Taktik-Shooter, wo man Sachen sprengen muss. Ne, könnte ich mir auch gut vorstellen. Da wird auf jeden Fall eine Menge drum gekocht. Und noch viele andere Kleinigkeiten. Ne, das hört sich nicht nach irgendwelchen LTMs an, das hören sich nach vollenwertigen Spielern an. Und da wird auf jeden Fall gerade eine Menge reingesteckt. Und wenn es auch nur ansatzweise so ist wie meine Vorstellung jetzt mit dem Auto Royal und dann vielleicht noch eine Art Valorant-Modus oder sowas, könnte huge werden. Das Einzige, was noch fehlt, ist eigentlich ein FIFA-Ersatz, dass die Leute Fußball in Fortnite zocken können. Ist krass. Schauen wir mal, wann das alles rauskommt, weil das kann natürlich alles ein bisschen dauern. Da muss man natürlich Geduld mitbringen, ne? Und noch ein paar weitere Sachen, die ihr auf jeden Fall mitbekommen solltet. Im Januar soll dann auch eines der nächsten Künstler sein, nach Snoop Dogg und so, soll New Jeans sein. Eine koreanische Band, ne, eine koreanische K-Pop-Band. Und einige kennen die, sind einfach 5 Mädels in einer Gruppe, so wie Spice Girls vor 300 Jahren. Mein Gott, ne, wenn ich solche Sachen droppe, Leute. Gut, dass die Kinder nicht mal mehr wissen, was Spice Girls sind. New Angels! Wie New Angels, das kennen doch bestimmt noch alle. Himmel. Aber ja, New Jin soll dann eine Co-op kriegen und das ist, glaube ich, auch nur das i-Tüpfelchen. Hey, so wie sich das anhört, ballern die gerade eine Menge raus. Und natürlich noch das große End-Event. Ende November zu Chapter 6, wisst ihr ja. Wir haben ja gerade nur den Auftakt bekommen. Das war der Prolog, das Intro für Chapter 2 mit dem Live-Event in Kapitel 5 jetzt mit der Leinwand und dem Schmetterling. Ne? Aber zu Ende von Chapter 2 soll ja dann das große Ende-Event sein. Das ist das Event, was dann halt so ähnlich ist dann wie Fracture und was auch immer. Juice WRLD soll Teil dieses Events sein. Ne? Wir kriegen ja Juice WRLD in der vierten Woche und auch den Gratis-Skin dazu. Habe ich ein eigenes Video zu, oben rechts im DFSI oder noch mal kurz zu Ende gucken. Dauert nicht mehr lange. Ne? Juice WRLD soll tatsächlich dann auch Teil dieses Events sein. Kann sein, dass er dort dann ein In-Games-Event bekommt, so ähnlich Richtung Travis. Weil streamen können die den ja nicht, ne? Nicht wie Snoop Dogg oder was auch immer. Deswegen kann es sein, dass er dann tatsächlich In-Game zu sehen ist und dann uns die Überleitung zu Chapter 6 bringt. Ob es nur Juice WRLD ist und sonst nichts, schwer zu sagen. Ne, wir wissen, dass das Doomsday-Gerät anscheinend irgendwie eine kleinere Rolle spielt oder vielleicht ein paar Effekte davon. Hat Epic Games ja ein bisschen rausgefischt bzw. in den Dateien gelassen. Was sie davon benutzen, ist immer so offen. Aber eines der Dinge, und er soll Teil davon sein. Und ich glaube, das wird eher wieder ein Misch-Ding sein. Ne? Dass Juice WRLD klar sein Konzert abhält, sein Tribut hier in Fortnite. Und wir dann natürlich noch storytechnisch eine Überleitung kriegen zu Kapitel 6. Wie bei Big Bang, wie bei Fracture, wie bei dem Kartendrehung oder. Oder wird es natürlich nochmal richtig gekocht. Also die nächsten 4 Wochen werden mega. Das wird so nice. Ich freue mich auf alles, was rauskommt. Und auch die ganzen Spiele, ne, die jetzt in nächster Zeit rauskommen. Zum Beispiel wie Lego Horizon und. Wird ein geiles Paket. Ich hoffe, ihr freut euch darauf. Schreibt mal rein in die Kommentare. Habt ihr die Leaks erkannt und die Teaser, die ich euch überall platziert habe? Würde mich mal interessieren. Auf der rechten Seite findet ihr ein paar Story-Videos. Würde mich freuen, wenn ihr die auscheckt.